Ja, hallihallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil 7. Ja, wir sind hier im Sicherheitsraum, Safety Room. Alles gut. Ja, hier haben wir alles abgeklärt. Wir sind auf diese komischen, schleimigen Typen gekommen. Wir sind Jack mal wieder entwischt. Und uns bleibt jetzt nur noch... Seht ihr, das ist nämlich oben. Uns bleibt jetzt eigentlich nur noch die Treppe runter zu gehen, was mir so gar nicht behagt. Entschuldigung. Aber was sollen wir machen? Ich will hier nicht raus. Erstmal gucken. Hier geht ein Weg lang und hier geht ein Weg lang. Und irgendwas läuft hier doch matschig. Will ich darum ums Eck? Da zu der Tür, will ich da? Okay, es ist von der anderen Seite verschlossen. Das ist schon mal... Das ist schon mal gut. Ah, überall das Gematsche. Ganz ruhig. Trash, stirb doch! Alles cool. Alles cool. Blöder Sack, du Blöder! Boah, überall! Wow.
Leck mich, du Arsch. Oh, ist ein ziemlich großer Raum. Was haben wir hier? Lukas, ich habe den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich habe ihn in den Verbrennungsofen ganz links gesperrt, damit er nicht wieder abhaut. Hol ihn raus, wenn er fertig ist. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran, 3A und ein Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst. Ich bin das, das hier Geräusche macht. Und dann will ich da erst, also hier der Raum ist mal sicher. Will ich hier weiter? Ich weiß nicht, ob ich hier weiter will. Guck mal, was es hier sonst noch gibt. Schießpulver. Nehme ich. Was haben wir denn hier? William. Sean. Lara. Travis. Also warte nochmal. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet. Denk dran, 3A und ein Handabdruck. Da oben läuft doch auch irgendwas. Also den will ich hier aufkriegen. Lara, da ist der Handabdruck. Da ist ein Handabdruck. William. Sean. Craig. Lara, Travis. Nee, das sind alles keine. Wo sind hier 3A? Sean? Nee. William? Nee. Craig? Nee. Ja, aber dann muss es ja der sein, an dem nichts dran steht, ne? Der hier. Probier mal. Tamara. Ja, siehst du? Oh, hört doch auf. So, dann den hier. Jetzt geht der auf. Oh, Scheiße! Ah! Oh, lad doch nach! Ethan, Mann! Oh, Scheiße! Molde, diese Kreaturen sind sehr widerstandsfähig. Um sie aufzusuchen, müssen sie entweder den Kopf abtrennen oder den Körper komplett zerstören. Okay. Ernsthaft. Hier wieder. Ja, okay, aber dann gehe ich jetzt diesmal außen rum und guck, ob da noch was ist. Da hinten ist nichts, ne? Das war's doch. Das ist jetzt nicht ganz so tragisch. Jetzt, da ich weiß, wo die Viechers kommen. Okay. Okay.
Ich da rein? Nee, nee. Hier ist nichts drin. Das was? Starke flüssige Chemikalie. Was ist da das? Die wäre uns jetzt das letzte Mal gar nicht aufgefallen. Schießpulver. So, machen wir das Ganze nochmal. Tamara. Drecksack. Schlüssel zum Zerlegungsraum. Okay. Wie geht's mir? Oh, ich glaube, ich nehme mal hier eins. Gut. So ist gut. Möchte ich jetzt dezent nochmal hochgehen zum Speichern? Nee, da will ich nicht weiter. Okay, dann kann ich ja nur hier rein. Oh, komm schon. Hey, hier ist doch bestimmt einer von diesen... Typen. Boah, danke. Okay, ich habe genug Schuss. Ja, komm schon. Lad nach. Aua. Zwei. Ernsthaft, zwei. Zwei, verdammte Axt. Das ist nicht witzig.
Das ist absolut nicht witzig. Ich habe zu wenig Munition. Ich habe keine Munition mehr. Was ist das hier? Ah, das sind noch mal. Ah. Hier. Lass mich raus. Okay, das kann ich glaube ich vergessen. Okay, ich bin tot. Bestimmte Körperteile. Wollt ihr mich hier rollen? Okay, jetzt bin ich wieder hier. Das. Ganz ehrlich, hier, Leute. So. Das funktioniert so nicht. Es funktioniert so nicht. Habe ich hier irgendwas? Ich habe Schießpulver. Schießpulver. Ja, bringt mir nichts. Flintmunition bringt mir nichts. Es bringt mir alles nichts. Okay, liebe Leute. An dieser Stelle mache ich auch noch ein kleines Folgenpäuschen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt Resident Evil 7. In diesem Sinne, ich bin der Doktor. Und sage Tschüss. Bis dann.